Wir betrachten nun die Kinematik von inelastischer Elektron-Proton-Streuung und versuchen, die gefundenen Werte der Kinematik, die wir jetzt berechnen, zu vergleichen mit dem, was man in diesem Beispiel einer Messung beobachtet hat. Also hier hatte man aufgetragen, den differentiellen Wirkungsquerschnitt als Funktion der Energie des gestreuten Elektrons oder als Funktion der invarianten Masse des gestörten Protonsystems, in dem eben Energie vom Elektron in das Protonsystem gesteckt wurde und damit das Proton angeregt oder aufgebrochen worden ist, da ergibt sich eine invariante Masse des Systems, die größer ist als die Protonmasse, die IgV ist. Was wir also anschauen müssen, ist wiederum folgender Prozess. Wir haben ein einlaufendes Elektron mit 4-Impuls Pe, auslaufender 4-Impuls des Elektrons Pe'. Der 4-Impuls klein q wird übertragen auf das Proton mit 4-Impuls Pp. Dadurch, dass die Streuung inelastisch ist, wird eben Energie dazu verwendet, um das Protonsystem anzuregen und aufzubrechen, in einem allgemeinen Endzustand x, der aus mehreren Teilchen bestehen kann. Der gesamte 4-Impuls dieses Systems bezeichne ich mit Px. Schauen wir uns also die Kinematik an. Inelastisch bedeutet im Sinne der Mathematik oder der Kinematik, dass die invariante Masse, und die bezeichne ich mit b², das ist also bx² des Endzustandes x hier, ist größer als die Protomasse zum Quadrat. Nun, bx, der 4-Impuls bx ergibt sich aus der Summe der einlaufenden Impulse hier. Also hier läuft Q ein und P Proton. Das heißt, Px ist P Proton plus Q. Und damit kann ich sehr schnell W Quadrat berechnen. W Quadrat ist ja gerade Px Quadrat. Das heißt, ich muss diesen Ausdruck hier quadrieren. Erster Term zum Quadrat ist also Pp Quadrat plus 2 mal 4er Skalarprodukt des Proton 4-Impulses und des 4-Impulses des virtuellen Photons, das ist der ausgetauschte 4-Impuls plus Q². Nun, P Proton zum Quadrat, das ist einfach die Masse des Protons zum Quadrat. Und was ich auch noch verwenden kann, unter anderem ist die Definition, dass, das werde ich später verwenden, Groß Q² definiere ich einfach als minus Klein Q². Und nun führe ich noch weitere Definitionen ein. Als Variable nu bezeichne ich gerade die Differenz der Energien des einlaufenden und auslaufenden Elektrons im Ruhesystem des Protons, also im Laborsystem. Das heißt, in unser Laborsystem ist jenes, wo für den Protonimpuls gilt, das Proton ist in Ruhe, seine nullte Komponente ist also gerade seine Ruheenergie, das ist die Masse, und der 3-Impuls ist 0. Wir definieren weiter eine wichtige kinematische Variable, die sogenannte Birkin-Variable, ist ein Maß für die Inelastizität, ist definiert als Groß Q² durch 2 mal B Proton mal Q. In einem anderen Videobeispiel haben wir bereits gerechnet, wie ergibt sich Q². Wir haben gesehen, der ausgetauschte 4-Impuls ist ja gerade der 4-Impuls des Elektrons vorher minus 4-Impuls des Elektrons nachher. Und wenn wir das einsetzen, dann folgt für Q² unter Vernachlässigung der Elektronenmassen, also wenn ich annehme, dass die Energien der Elektronen vorher und nachher viel größer sind als die Ruhemasse des Elektrons, ergibt sich Q² ungefähr 2 mal Energie vorher mal Energie nachher des Elektrons mal 1 minus Cosinus Theta. Nun kann ich das alles hier einsetzen in diesen Ausdruck für W². Zuerst
zuerst steht m Proton zum Quadrat plus 2 mal pq. Und plus q Quadrat heißt minus groß q Quadrat. Jetzt kann ich noch dieses Skalarprodukt hier berechnen im Laborsystem. 2 mal pp mal q ist gleich. Das ist jetzt einfach, weil dieser 4er Vektor nur eine nullte Komponente hat. Ich sehe also 2 mal m Proton und q ist gerade die nullte Komponente von q ist gerade die Differenz der Energien. Und das ist gerade nü. Und weil dieses Skalarprodukt auch hier auftritt, sehe ich auch, dass ich im Laborsystem x auch so schreiben kann, als groß q Quadrat durch 2 mal Protonmasse mal nü. Dieser Ausdruck gilt also im Laborsystem, wenn ich diese Definition von nü verwende. Wenn ich nun hier oben das 2pq, das q Quadrat durch x ersetze, dann kann ich auflösen. W Quadrat kann ich dann erschreiben als m Proton Quadrat plus q Quadrat 1 durch x minus 1. Und jetzt sehen wir, wenn ich die Protonmasse einsetze, die kennen wir, für eine bestimmte Einlaufenergie, für einen bestimmten Streuwinkel, kann ich berechnen, was ist eben die gestreute Energie, was ist das q Quadrat, was ist das x, das alles einsetzen und daraus kann ich w Quadrat berechnen. Und dazu schauen wir nun einige Beispiele an. Also wir haben nun berechnet die invariante Masse des auslaufenden Systems bei dieser Elektron-Proton-Streuung inelastisch, das heißt die invariante Masse dieses auslaufenden Systems x ist größer als die Protonmasse. Es hat sich ergeben, die kann ich berechnen als Summe aus der Protonmasse zum Quadrat plus diesem kinematischen Ausdruck hier. Das Q-Quadrat ist der negative 4-Impuls des ausgetauschten virtuellen Photons und der ergibt sich mit diesem Ausdruck hier, hängt also von den einlaufenden, auslaufenden Elektronenenergien ab und dem Streuwinkel. Dieser Winkel Delta ist einfach der Winkel zwischen der einlaufenden und auslaufenden Richtung der Elektronen. Das x ist definiert als diese Größe hier, wobei nü einfach die Differenz der Energie des Elektrons vorher minus nachher ist. In diesem Experiment hier war die einlaufende Energie des Elektrons 4,879 GeV und diese speziellen Daten wurden genommen, wenn man unter einem Winkel von 10 Grad gemessen hat. Es wurde also gemessen, wie viele Elektronen mit dieser einlaufenden Energie werden gestreut in einem Winkel von 10 Grad relativ zur einlaufenden Richtung. Und schauen wir einige Beispiele an. Erstens, in diesem Experiment wurde auch die Energie des gestreuten Elektrons gemessen, E'. Schauen wir mal an, wenn wir gemessen haben 4,2 GeV, bei diesem Wert der gestreuten Elektronenergie hat man eine Anreichung von Daten. Welche invariante Masse W des Systems erwarten wir uns, wenn wir diese Energie des gestreuten Elektrons gemessen haben? Setzen wir also ein, E' ist 4,2 GeV. In diesem Fall ergibt sich, jetzt haben wir alle Werte, die wir hier oben einsetzen können, für q Quadrat, x und nü. Q Quadrat ergibt sich zu 0,623 GeV Quadrat. Nü ist 0,679 GeV. Daraus kann ich x berechnen, die Inelastizität, x ist 0,489. Daraus folgt, w Quadrat ist 1,531 GV Quadrat, wenn wir das oben jetzt einsetzen, beziehungsweise die invariante Masse w, einfach die Wurzel ausziehen, ist 1,237 GV. Das heißt, falls wir eine gestreute Elektronenergie von 4,2 GeV messen, dann erwarten wir uns aus der Kinematik eine invariante Masse des gestreuten Systems von 1,23 GeV. Und das stimmt auch mit dieser Skala
überein. Und in der Tat, bei dieser invarianten Masse des gestreuten Systems gibt es eine Anreicherung von Daten. Und zwar hat der Wirkungsquerschnitt diese Struktur, das nennt man eine Resonanzstruktur. Und das wird dahingehend interpretiert, dass genau bei dieser Kinematik wird der nächst angeregte Zustand des Protons angeregt. Wenn wir uns das Proton vorstellen als ein zusammengesetztes System, dann kann ich das wie zum Beispiel ein Wasserstoffatom anregen in einen höher angeregten Zustand. Die invariante Masse dieses höheren angeregten Zustands, den man auch Delta Plus nennt oder Delta Resonanz, die beträgt 1,232 GeV, wenn man nachschaut in den entsprechenden Sammlungen von Daten aus der Teilchenphysik. Und diese Resonanz zerfällt sehr, sehr schnell wieder in andere Teilchen, die dann das System X ergeben. Und in der Tat, aufgrund unserer kinematischen Rechnung haben wir gefunden, dass das genau recht gut hier übereinstimmt. Ein zweites Beispiel wäre, wenn wir uns einen Fall anschauen, wo wir deutlich kleinere Energie des gestreuten Elektrons messen, also was erwarten wir uns für die invariante Masse des Systems, wenn wir zum Beispiel für die gestreute Energie des Elektrons E'3 GeV messen. Also für E' gleich 3 GeV ergibt sich ein Q-Quadrat von, müssen wir einfach hier einsetzen, immer noch bei 10 Grad Streuwinkel von 0,445 GeV Quadrat. Das Nü ist dann 1,879 GeV. Damit ergibt sich ein X von 0,126. Das X ist jetzt sehr viel kleiner als 1, auch kleiner als im vorherigen Fall. Hier spricht man also von noch inelastischer Streuung, tief inelastischer Streuung. Das ist der Bereich der sogenannten tief inelastischen Streuung. Und wenn ich das jetzt einsetze, ergibt sich die invariante Masse des Systems zu 1,990 oder ungefähr 2 GeV. Und das stimmt wiederum überein mit, was man hier sieht auf diesen Achsen. Eine gestreute Elektronenergie von 3 GeV ergibt eine invariante Masse des gestreuten Systems von 2 GeV. Das heißt, hier haben wir einfach ein System von Teilchen, dessen gesamtinvariante Masse 2 GeV ist. Hier sieht man keine Resonanzstruktur mehr. Das heißt, alle möglichen Endzustände mit invarianten Massen um 2 GeV oder größer oder etwas kleiner sind mehr oder weniger gleich wahrscheinlich. Das bedeutet, dass der Wirkungsquerschnitt hier relativ flach ist. Alle sind ungefähr gleich wahrscheinlich.